Hallo und herzlich willkommen wieder zum Fazit zu diesem Künzelholzvergaserofen. Heute Thema Reinigung. Absolutes No-Go für mich. Einer der Hauptgründe, warum ich gesagt habe, so ein Ding nie wieder. Das Modell ist jetzt auch schon ein bisschen älter, ja. Die Klappe hier, die kriegt man nur ab über diese Schrauben. Die reinigt man dann nach Bedarf. Da ist diese Luftregelklappe drunter. Aber zeige ich euch das Hauptproblem, wenn ihr hier oben aufmacht und da reinguckt. Das Licht ist jetzt schlecht, aber hier gibt es keine Klappe zum Ziehen. Ich muss da immer rein, ich muss hier rüber mit meinem Schäufelchen, ich muss hier rüber, da muss ich innen drin die Glocke rausheben. Ich habe immer dreckige Finger, extra hier so kleine Schüppchen gekauft. Ich muss das alles zusammenkratzen und entweder in der Mitte ist diese Glocke, entweder, man sieht es jetzt wirklich nicht, hier eine Stückliste hängen irgendwo. Nee, leider nicht. Doch hier. Hier also. In der Mitte ist diese Glocke. Die könnte ich runternehmen und dann könnte ich die ganze Asche zusammenbrechen hier oben im Brennraum. Hier quasi könnte ich zusammenbrechen, da durchfallen lassen und unten mit der Wanne rausziehen. Das funktioniert aber nicht wirklich gut, weil man ab und zu ein bisschen größere ja, Kohlebrocken hat, möchte ich mal sagen, ist ja ein Vergaser, Rückstände hat, dass das einfach nicht hier durchrutscht. So. Dann setzt sich das Ding zu. Hier oben muss ich alles zusammenkratzen. Und dann muss ich ja immer noch, selbst wenn das funktionieren würde vernünftig, hier unten das ganze Zeug rausziehen und dann ja, je nach Bedarf, je nachdem wie viel man heizt, aber schon alle ein, zwei Tage hier diese Rippen reinigen mit diesem Werkzeug. Und die Wanne hier raus, und reinigen. Abpinseln, das ganze Zeug raus. Das ist halt staubig. Ja? Die Waschküche, der Heizungsraum ist eigentlich immer mit so einem leichten Film. Hier, ihr seht es auf dem Ofen. Der ist jetzt total im Quast. Total dreckig. Muss ich auch wieder wischen. Also, das ist es mir einfach auf gut Deutsch nicht wert. Wenn man sieht, was aktuell Brennholz im Vergleich zu Öl oder Gas kostet, so oft das Ding sauber machen zu müssen. Gut, das ist normal. Holz ist dreckiger, keine Frage. Aber wenn man es vernünftig sauber machen könnte, wäre mir schon so viel geholfen. Also wenn das wirklich funktionieren würde, ich kenne das noch von anderen Öfen, da hat man hier außen dann so einen Wackler, will ich es mal nennen, dieses Sieb, was man vor zurückzieht. Dann hat man oben die Kammer fertig, unten liegt alles drin, rausziehen, dann ist man so nach 3-4 Minuten fertig. Aber so immer 10 Minuten dran. Sicher gibt es andere Systeme, aber hier geht es ja gerade um dieses Künzelfazit. Ich mache die nicht schlecht, ist keine Empfehlung, Werbung, schreibe es immer extra drunter. Aber das ist meine Meinung, mein Grund, warum ich so ein Ding nicht mehr kaufen werde zum Thema Reinigung. Ja? Dann ja, lasst gerne Kommentar, Abo, Like da und dann gerne bis zum nächsten Mal. Die Elektronik oben bzw. den Ofen an sich haben wir uns schon angeguckt und dann gucke ich mal, was ich euch davon noch zeige. Und wie gesagt, gerne bis zum nächsten Mal. Ciao.